Heute gibt es Lahmacun. Lahmacun ist auch unter dem Namen bekannt, türkische Pizza. Es sieht nämlich aus wie Pizza, nur ohne Käse. Bei Lahmacun ist der Boden sehr dünn und knusprig. Und am Schluss kann man dann so Zumak-Zwiebeln zum Beispiel, frische Zitrone drüber geben und dann wird es eingerollt und dann kann man das einfach genießen. Es besteht hauptsächlich aus zwei Komponenten, also Teig und Füllung. Und wir starten jetzt auch mit dem Teig. Dafür brauchen wir erstmal Mehl. Also ich habe jetzt hier 300 Gramm Mehl. Das werden dann später bei mir entweder 8 kleine Lahmacuns oder 4 große, je nachdem, wie ihr es haben wollt. Dann kommt noch Hefe, Salz, kleines bisschen Zucker. Die trockenen Zutaten, die werden jetzt einmal gut vermischt. Und ich knete jetzt diesen Teig heute mit der Küchenmaschine. Ihr könnt es aber auch mit der Hand machen. Zu meinem Teig kommt jetzt noch 180 ml Wasser. Ich habe jetzt den Teig ungefähr für 5 Minuten mit der Küchenmaschine geknetet, erst auf mittlere Stufe und dann am Schluss auf etwas höhere Stufe. Jetzt knete ich ihn nochmals ein bisschen mit der Hand, nicht lange, ganz kurz. Damit es so eine schöne, glatte Oberfläche bekommt. Und jetzt habe ich hier noch ein kleines bisschen Olivenöl. Damit werde ich jetzt meine Schüssel bestreichen. Und hier gebe ich jetzt meinen Teig hinein. Und die Oberfläche vom Teig, die bestreiche ich auch nochmals mit Olivenöl, damit der Teig nicht austrocknet. Und das wird jetzt mit einer Frischhaltefolie zugedeckt und dann wird es für ca. 30 Minuten einfach an einem warmen Ort gestellt und darf dann ein bisschen ausruhen. So, während der Teig jetzt chillt, können wir schon mal die Füllung zubereiten und ich zeige euch jetzt mal die Zutaten für die Füllung. Hier habe ich Petersilie, eine Spitzpaprika, dann habe ich hier noch eine Tomate und dann könnt ihr entweder diese grünen Peperonis aus einem türkischen Supermarkt nehmen oder einfach so eine grüne Paprika, je nachdem, was ihr da habt oder findet. Und außerdem brauchen wir noch Hackfleisch. Ich habe jetzt hier Rinderhackfleisch, ideal wäre halb Lamm und halb Rind zu nehmen. Und falls ihr nur Rind nehmt, so wie ich, dann nehmt ihr einfach noch ein bisschen Butter dazu. Außerdem brauchen wir noch Tomatenmark, Paprikamark, Chiliflocken, 2 Knoblauchzehen, Sonnenblumenöl und entweder eine große Zwiebel oder 2 kleine Zwiebeln. Und was ich euch noch sagen wollte, ich habe hier Paprikamark vom türkischen Supermarkt verwendet und zwar von der Marke Suntat. Und das Besondere an diesem Paprikamark ist, dass es scharf ist. Also ich würde euch empfehlen, falls ihr es zu Hause ausprobiert, dann geht am besten beim Türken in eurer Nähe und dann bekommt ihr alle Zutaten. Und ihr werdet erstaunt sein, wie einfach das eigentlich ist. Wir brauchen jetzt einfach so eine kleine Küchenmaschine und da werde ich jetzt meine ganzen Zutaten, außer das Fleisch und die Butter, dazugeben und das wird dann alles einfach gemixt. Upsala.
Übrigens, ich lasse ein bisschen Petersilie übrig am Schluss zum Servieren und die restliche Petersilie kommt da rein. Ich habe jetzt hier eine große Schüssel vor mir und hier gebe ich jetzt mein Hackfleisch dazu und unsere Butter. Und jetzt kommt meine Gemüsepaste, die ich hier gemixt habe, einfach dazu. Und jetzt gebe ich hier noch meine Chiliflocken dazu. Wer es nicht so scharf mag, lässt die einfach weg. Und Salz darf natürlich auch nicht fehlen. Und das wird jetzt alles ordentlich durchgeknetet und dafür ziehe ich mir jetzt meine Handschuhe an. So. Das kommt jetzt für ungefähr 15 bis 20 Minuten in den Kühlschrank, dann ist nämlich die Füllung schön kalt und dann lässt sich das auch viel besser auf unsere Lahmacuns bestreichen. Wir essen unseren Lahmacun sehr gerne mit roten Zwiebeln, Sumak, Olivenöl und Zitrone. Und während meine Füllung jetzt im Kühlschrank ist, bereite ich diesen Salat schnell einmal vor. Jetzt kommt noch ein bisschen Olivenöl und hier habe ich mein Gewürz und zwar Sumak. Das ist ein Gewürz aus einem Essigbaum und es schmeckt so süß-säuerlich und gibt den Ganzen so eine ganz besondere Geschmacksnote. Mein Teig hat jetzt ein bisschen länger wie 30 Minuten ausgeruht, aber das sieht schon richtig gut aus. Und ich werde jetzt meinen Teig in ungefähr 8 Stücke aufteilen. Ihr könnt es gerne auch in 4 Portionen aufteilen, dann habt ihr nämlich etwas größere Lahmacuns. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Jedes Stück forme ich jetzt hier zu einer glatten Kugel und dann wird das alles ausgerollt und dann kann es auch belegt werden. Lahmacun ist ja auch bekannt dafür, dass Lahmacun einen besonders dünnen Boden hat und deswegen könnt ihr jetzt an der Stelle es so dünn ausrollen, wie ihr nur könnt. Also das darf ruhig dünn sein. Ich habe jetzt hier Backpapier. Und da gebe ich jetzt meine ausgerollten Lahmacuns drauf. Und bei mir passen, wie gesagt, 2 Lahmacun auf einem Backblech. Je nachdem, wie ihr den Teig aufgeteilt habt, würde eventuell hier auch nur ein Lahmacun drauf passen. So, ich habe jetzt hier 2 Lahmacuns auf einem Backpapier. Und hier ist meine Füllung, die schon richtig schön gekühlt ist. Und jetzt verteile ich ungefähr 2 bis 3 Esslöffel auf jeweils einen Lahmacun. Die Füllung wird ganz dünn aufgestrichen. So, ich habe jetzt hier mein Backblech, was schon richtig ordentlich vorgeheizt ist. Und was ich jetzt mache, ist, dass ich mein Backpapier nehme und das einfach rüberschiebe. Und das kommt jetzt in den Backofen und zwar auf der untersten Schicht, damit der Boden von unseren Lahmacuns auch besonders knusprig ist.
So, meine Lahmacun sind jetzt fertig. Ich habe sie einfach, damit sie schön warm bleiben, in so einem sauberen Geschirrtuch gegeben und dann kann man das auch so zudecken. Und was ich auch noch gemacht habe, dass ich ganz am Schluss, als es schon fast fertig war, ziehe ich das Backpapier immer raus, damit der Boden von den Lahmacuns besonders knusprig wird. Müsst ihr nicht machen. Es gibt ja auch Menschen, die es nicht so knusprig mögen. Ich liebe es, wenn meine Lahmacuns unten knusprig sind. Ist einfach ein Tipp. Wer möchte, kann es mal ausprobieren. Und jetzt kommt der beste Part. Ich kann es kaum abwarten. Ich darf das jetzt endlich probieren. Und ich zeige euch jetzt, wie wir das immer gerne essen. Wir nehmen so ein Lahmacun und dann legen wir hier unsere Sumak-Zwiebeln drauf. Und ihr könnt jetzt gerne hier auch ein bisschen frische Kräuter wie Petersilie oder auch ein Salatblatt. Gurken könnte man auch drauf geben. Und ganz wichtig, gebt noch ein kleines bisschen Zitrone drüber. Also, ihr müsst es einfach ausprobieren. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist so lecker. Außen schön knusprig und innen mit dieser würzigen Füllung und dann den Sumak-Zwiebeln und diese frische Zitrone drüber. Also wirklich, ich kann einfach nicht mehr sagen, außer probiert das Rezept unbedingt aus und schreibt mir in den Kommentaren, wie es geworden ist. Ich freue mich immer über euer Feedback. Ansonsten vergisst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um keine weiteren Rezepte zu verpassen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!